أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir sind im Kapitel Al-Wudu, die Gebetswaschung, und wir haben das letzte Mal besprochen, was die Pflichten der Gebetswaschung sind. Und davor haben wir die Richtigkeitsbedingungen besprochen. Das bedeutet, Dinge, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen bei der Gebetswaschung. Ansonsten ist die Gebetswaschung nicht gültig. Ein Punkt haben wir noch hier offen. Ein Punkt haben wir letztes Mal nicht gemacht, weil wir das nicht geschafft haben. Machen wir heute inshallah. Und zwar die Beachtung der Reihenfolge bei der Gebetswaschung. Die Beachtung der Reihenfolge bei der Gebetswaschung. Dieses ist ebenfalls eine Pflicht, liebe Geschwister. Der Autor, Sheikh Abdul Azim Al-Badawi, er hat das aufgeführt unter den Sunan. Weil es gab einige Gelehrte, die die Reihenfolge bedeutet. Was bedeutet Reihenfolge? Natürlich, wir fangen an, wir waschen die Hände und so weiter und so fort. Diese Reihenfolge, manche Gelehrte sagen, das ist eine Sunna. Das heißt, selbst wenn man die Reihenfolge anders macht, so ist das bei ihnen, so ist das bei ihnen gültig, das Wudu. Und der Sheikh, von wem wir das Buch gerade durchnehmen, er hat ebenfalls diese Sache als eine Sunna, gesehen, und deswegen hat er das unter den Sunnan. Aber dieses ist, liebe Geschwister, eine Pflicht. Dieses ist eine Pflicht, dieses zu tun, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wir fangen mit dem an, womit auch Allah subhanahu wa ta'ala angefangen hat. Womit hat Allah subhanahu wa ta'ala angefangen? Na? Surah Al-Ma'idah gibt es ja diese bestimmte Reihenfolge. Es gibt die Reihenfolge. Und keine der Überlieferungen, die uns genannt wurden, weist eine andere Reihenfolge auf, als das, was uns bekannt ist, wie wir den Wudu gelernt haben. Einzig und alleine gibt es eine Überlieferung, liebe Geschwister von Al-Miqdam, wo manche Gelehrte gesagt haben, sie ist zwar authentisch, andere sagen nein, manche Gelehrte haben gesagt, sie ist zwar authentisch, aber sie ist die einzige Überlieferung, wo die Reihenfolge nicht so klar gemacht wird, wie wir sie kennen. Eine einzige Überlieferung. Deswegen sagt Sheikh Muhammad Amin Shinqiti, rahimullah ta'ala, in Aun al-Ma'bud, diese Überlieferung ist Shadh. Shadh bedeutet, es kann sein in der Religion, dass es manchmal eine Überlieferung gibt, die ist zwar authentisch, aber sie widerspricht was? Etwas, was stärker. Bedeutet, jetzt zum Beispiel, du hast eine Überlieferkette, die Männer in dieser Überlieferkette sind Thiqat. Das bedeutet vertrauenswürdig. Du hast eine andere Überlieferkette, die Männer sind zwar auch Thiqat, aber in derselben Weise wie die stärkere Antwort, nein. Und deswegen sagt Sheikh Muhammad Amin Shinqiti, rahimullah ta'ala, einer der Großgelehrten der Neuzeit, er sagt, diese Überlieferung, wenn auch die Überlieferer glaubwürdig sind, so ist sie shadh, bedeutet, diese Überlieferung widerspricht etwas Stärkerem und deswegen ist sie außer Reihe, auch wenn sie trotzdem die Überlieferung authentisch ist. Und hier sagen die Gelehrten, das bedeutet shadh. Shadh bedeutet außer Reihe. Alles sagt über so ein Thema und dann kommt eine Überlieferung, die widerspricht dem, was eigentlich dieses Thema beinhaltet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einmal in einer anderen Reihenfolge den Wudu vollzogen, aber diese Gelehrten sagen, nein, dieses ist nicht zu beachten, diese Überlieferung. Es ist eine Pflicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns so die Anordnung im Koran gegeben hat und zudem noch haben wir keine einzige Überlieferung, die etwas anderes aussagt.
Naam. Und deswegen, natürlich der Gelehrte, Sheikh Abdul Azim al-Badawi, er hat das unter Sunan aufgefasst, weil es gab einige von den Gelehrten, die gesagt haben, dieses ist lediglich eine Sunna. Aber Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, dieses ist, liebe Geschwister, eine Pflicht. Und damit haben wir die Pflichthandlungen abgeschlossen. Und die sollte jeder lernen. Eine Frage, und das ist eine wichtige Frage. Warum muss ich wissen, beim Wudu, was eine Richtigkeitsbedingung, was eine Pflichthandlung und was eine Sunna ist? Wer sagt mir das? Warum muss ich wissen, warum die Sache Pflicht oder eine Sunna ist? Oder eine Sunna und nicht Pflicht ist? Abdullah. Ja, damit ich weiß, wann mein Wudu gültig ist. Sehr gut. Damit ich weiß, wann mein Wudu gültig ist. Ja, zum Beispiel, einer hat jetzt den ganzen Arm mit Wasser benetzt, aber er hat vergessen zu reiben. Jetzt nach dem Wudu kriegt er was, hätte ich reiben müssen, hätte ich nicht reiben müssen. Wenn man das nicht weiß, dann ist man ein Opfer von was? Vom Shaitan mit seinem was. Und das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Wallahi, es gibt viele Leute, die sind diesem ständigen was unterlegen. Warum? Weil sie die Religion nicht lernen. Aber wenn du genau weißt, ach so, das ist doch eine Richtigkeitsbedingung, hier muss ich das Wudu nochmal machen. Zum Beispiel, ich habe vergessen, die Absicht zu fassen. Jetzt kann ich nicht sagen, ah, ist schon gut, wird gut, alles wird gut, Allah belohnt einem nach der Absicht. Ja, die hast du ja gerade nicht gemacht. Bei manchen ist Allah belohnt nach Absicht. Allah, die hast du ja gerade nicht gemacht. Deswegen, dann weißt du, ich muss mein Wudu wiederholen und damit auch natürlich was mein Gebet, weil dieses gar nicht gültig war. Und deswegen ist es wichtig, dieses zu wissen, ob es eine Richtigkeitsbedingung, eine Pflicht und eine Sunna ist. Und wir kommen dann auch später, inshallah ta'ala, zum Gebet. Da ist genau dasselbe, liebe Geschwister. Wie viele beten Gebete, die ungültig sind? Und wir haben eine schwere Androhung über den Hadith, wenn ihr euch erinnern könnt, von einer Person gehört, der nur eine unvollständige Tahara hatte. Eine unvollständige Tahara, obwohl er die Tahara was? Vollzogen oder nicht vollzogen hat? So hat er trotzdem eine Strafe wo bekommen? Im Grab, weil er damit ein Gebet hatte oder nicht hatte. Obwohl er es gebetet hat. Deswegen muss man aufpassen, liebe Geschwister. Man kann sagen, natürlich, Allah wird mich entschuldigen. Niemand anderes hat dich entschuldigt, außer du selber. So einen Ansatz dürfen wir nicht haben, liebe Geschwister. Ich kann euch eine Sache sagen. Natürlich, wir können Yawm al-Qiyamah zu Allah kommen. Einer von uns. Und der hat Bid'ah gemacht und der hat das und Sünden und Fisch und alles drum und dran gemacht. Aber Allah lässt ihn was? In das Paradies eingehen. Ja oder nein? Gibt es solche Überlieferungen oder nicht? Ein anderer, der könnte nur eine schwere Sünde gemacht haben und Allah wird ihn lange Zeit dafür im Höllenfeuer bestrafen. Möglich oder nicht möglich? Das heißt, wissen wir, auf welcher Seite wir sein werden? Antwort? Also was machen wir? Das Gute, wir lernen unsere Religion so gut wie möglich. Und wenn Allah sieht, du lernst deine Religion, auch wenn du manchmal, ich sag mal, durcheinander kommst oder sonstiges, aber Allah zählt dich zu denjenigen, die ihre Religion gelernt haben. هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sind etwa diejenigen, die Wissen haben und diejenigen, die kein Wissen haben, gleich? Antwort nein. Die sind nicht gleich. Und Allah weiß, wer seine Religion richtig praktizieren möchte. Und den wird Allah subhanahu wa ta'ala belohnen. Sogar der Fisch im Wasser macht Dua für denjenigen, der nach Wissen strebt. Der Fisch im Wasser. Allahu Akbar. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Ad-Dunya mal'una mal'unun ma fiha. Die Dunya ist verflucht, alles in ihr ist verflucht. Außer was? Außer? Das Gedenken an Allahs. Das Gedenken an Allahs. Und ein Wissen und ein Schüler. Ein Wissender und ein Schüler. Ja, überlegt mal, was ist der Wert von der Dunya? Antwort? Nichts, wenn du nicht zu diesen Gruppen gehörst. Deswegen, du musst selber wissen, als Muslim, Alhamdulillah, hast du jetzt ein paar Sätze gelernt, was wichtig ist und was nicht. Taib, liebe Geschwister, dann machen wir jetzt weiter mit den Sunnah-Handlungen beim Wudu. Inshallah schaffen wir das heute, bi'idhnillah ta'ala. Wir werden inshallah ta'ala uns eine halbe Stunde für den heutigen Unterricht Zeit nehmen. Welche sind Sunnah-Handlungen beim Wudu? Erstens, die Benutzung des Siwak. Die Benutzung des Siwak. An Abi Huraira radiallahu an, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal.
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. Abu Huraira radiallahu an, er berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wäre es nicht so, dass ich meine Umma damit Erschwernis auferlegen würde oder sie belasten würde, so hätte ich ihnen befohlen, den Siwak mit jeder Waschung zu benutzen. So hätte ich ihnen befohlen, den Siwak mit jeder Waschung zu benutzen. Hatte er es befohlen, sallallahu alaihi wasallam? Antwort nein. Und das hier, Ijma' unter den Gelehrten, dass dieses eine Pflicht oder eine Sunna ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat das gesagt, hätte ich, heißt, er hat es nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und passt auf, aus dieser Überlieferung wird auch deutlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann was tun? Ha? Was kann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun, Bilal? Befehlen. Denkt nicht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann nicht befehlen. Aber natürlich, sein Befehl wird ein Gegensatz zu den Befehlen Allahs sein? Natürlich nicht. وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ Allah, derjenige, der den Gesandten gehorcht, so hat er Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. Natürlich, das Benutzen des Siwak ist eine Sache, die eine Sunnah-Handlung ist. Mit jeder Waschung zu benutzen. Was heißt mit jeder Waschung zu benutzen? Manche Gelehrte haben das so verstanden, dass bevor man den Wudu vollzieht, den Siwak benutzt. Und Ibn Nujaym, rahimullah ta'ala, er ist von der hanafitischen Rechtsschule, rahmatan wasi'a, er sagt, die meisten Gelehrten bevorzugen den Gebrauch des Siwak vor dem Wudu. Vor dem Wudu. Und er sagt, dieses scheint die richtigere Ansicht zu sein. Und manche Gelehrte sagen, man benutzt das mitten beim Wudu. Was ist hygienischer? Na, davor natürlich. Weil wenn du den Wudu benutzt, natürlich, es gibt ja Belag, Reste und sonstiges, was in den oder zwischen den Zähnen herumschwirrt. Dieses alles, wenn du das davor benutzt, dann hast du das Problem danach nicht, dass du immer noch Reste oder sonstiges im Mund hast, weil du danach ausspülst und so weiter und so fort. Na? Aber wie gesagt, manche haben es so verstanden, dass man sozusagen mitten beim Wudu den Siwak benutzt und dann weiter fortfährt. Eine zweite Sache, das Waschen der Hände, liebe Geschwister. Das Waschen der Hände ist ebenfalls eine Sunna. Und kein Beweis gibt es in der gesamten Religion, was darauf hindeutet, dass die Hände zu waschen eine Pflicht ist. Dieses ist eine Sunna. Und jeder sollte eine Sache wissen. Womit fangen wir an beim Wudu? Na? Mit Hände waschen. Mit der? Was war das? Mit der? Hände waschen. Komm ins Blickfeld, damit ich treffe. Womit fangen wir an? Bilal. Absicht. Ah. Mit der Absicht. Du hast eine La ilaha illallah Mütze und du hast eine La ilaha illallah Mütze. Aber unter dieser Mütze steckt mehr als unter dieser Mütze. Bei ihm steckt mehr schon. Beim Absicht. Die Absicht. Okay, nach der Absicht, was kommt? Hände waschen. Basmala. Basmala, sehr gut. Nach der Absicht kommt die Basmala. Okay. Tayyib. Basmala Pflicht oder nicht Pflicht? Was haben wir nach den Beweisen gesagt? Bilal? Sunna, aber besser man macht sie. Sunna. Aber man macht sie. Haben wir alles schon erklärt. Tayyib, eine Frage. Ich habe mit dem Wudu angefangen. Ich habe jetzt schon die Hände gewaschen. Und dann fällt mir ein, ich habe die Absicht noch nicht gemacht. Kann ich sie jetzt machen oder nicht? Kann ich sie jetzt zu dem Zeitpunkt machen oder nicht? Die Absicht. Obwohl ich schon zwei Sachen übersprungen habe. Ich habe die Basmala nicht gesagt und ich habe meine Hände auch schon gewaschen. Kann ich jetzt trotzdem die Absicht machen oder nicht? Oder ist es zu spät? Ah. Man kann weitermachen, weil Warum? Das Sunnan sind. MashaAllah, tabarak ar-Rahman. Man kann jetzt, obwohl man die Hände schon gewaschen hat, ab jetzt die Absicht machen, weil die Sachen davor waren Sunnan, sprich, die Basmala zu sagen, ist eine Sunna und die Hände zu waschen ist ebenfalls eine Sunna. Wenn du das zu diesem Zeitpunkt dann erst machst, vor den Pflichthandlungen, so ist das in Ordnung, wie Ibn Qudama rahimullah ta'ala in Al-Mughni sagt. Das reicht. Schaut mal, subhanallah, Wissen und Nichtwissen. Weil manch einer, was würde er jetzt machen? Alles nochmal, na, vom Front. Ja? Der geht wieder in sein Zimmer zurück, dann
läuft er die Schritte, dieselben Schritte und dies und das, um alles wieder gleich zu machen. Nein, brauchst du nicht zu machen. Hättest du das gelernt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dann bist du relaxed. Wissen gibt dir was? Ruhe oder was was? Gibt dir Ruhe. Weil wir haben einmal einen hier gehabt. Ein Bruder hat mir gesagt, er hat mit ihm gesprochen, warum er nicht mehr zum Unterricht kommt. Er sagt, seit ich zum Unterricht von Abul Bara komme, bin ich total durcheinander. Also eigentlich sollte uns wissen, was? Durcheinander machen oder befestigen? Befestigen. Aber subhanallah al-azim, nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Absichten. Und ich denke nicht, dass Allah, oder ich weiß nicht, was ihr denkt, ich denke nicht, dass Allah uns verpflichtet, dass wir Wissen erlangen müssen, wenn es uns durcheinander bringt. Aber vielleicht war es mein Schuld. Möge Allah uns vergeben. Dritter Punkt, Mund ausspülen und gleichzeitig Wasser in die Nase einziehen mit derselben Hand. Es geht nicht um Mund ausspülen und Nase ausspülen. Dieser Punkt ist was? Ist Pflicht. Sondern dieses mit derselben Hand zu tun. Mit derselben Hand zu tun. Der Beweis ist der Hadith an Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari radiyallahu anhu wa arda. Er sagte über den Propheten Muhammad s.a.w. und die Überlieferung ist etwas länger. Ich nehme nur den Teil, den wir brauchen. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍ وَاحِدَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ Abdullah ibn Zayd sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. er spülte gleichzeitig seinen Mund und seine Nase mit einer Hand. Und die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spülte gleichzeitig seinen Mund und seine Nase mit einer Hand. Dieses überliefert bei Bukhari und Muslim. Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagt in Al-Majmu' kein authentischer Hadith wurde überliefert, der besagt, dass man zwischen beiden Handlungen trennt. Aber trotzdem ist dieses eine, was? Eine Sunna. Kein authentischer Hadith wurde überliefert, der besagt, dass man zwischen beiden Handlungen trennt. Was bedeutet zwischen beiden Handlungen trennt? Dass man erst in den Mund Wasser einzieht und ausspült und danach in die Nase. Nein, man macht es was? Gleichzeitig. Und wie haben wir gesagt, wie ist das Maß? Wie ist das Maß? Na? Imam al-Qayyim sagt, dass man die Hälfte, eine Hälfte für den Mund nimmt und die andere Hälfte dann in die Nase. Richtig, sehr gut. Du machst deine Hand voll mit Wasser. Die Hälfte von diesem Wasser, was in deiner Hand ist, geht in deinen Mund und die andere in deine Nase. Liebe Geschwister, das ist die richtige Sunnah. Wallahi, das ist so schön. Schaut mal, du weißt ganz genau, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Ist das nicht? Ein Sheikh hat was sehr Wichtiges gesagt. Er sagte, jede Handlung, die du machst und die begründet, die ist nicht auf einen Beweis gegründet, so ist das eine irreführende Handlung. Allahu Akbar. Eine Handlung ohne Rechtleitung. Wer hat dir das beigebracht? Eine Handlung ohne was? Rechtleitung. Aber wir wollen doch was? Wir wollen die Rechtleitung. Der Rechtleitung folgen. Und wenn ihr das Leben der Sahaba seht, die haben sogar den Propheten sallallahu alaihi wasallam beobachtet, wie er auf Toilette gegangen ist, um genau dasselbe so zu machen. Haben sie verstanden oder nicht? Wallahi, die Leute, die sich über sie lustig machen, die werden Höllenbewohner sein. Und die Leute, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam richtig gefolgt sind, sie sind was? Paradiesbewohner. Shatana, shatana zwischen diesen beiden Menschen. Und das ist nicht leicht mit der Hölle, was viele denken. Wallahi, macht man nur einmal ein Herd an und guckt mal, wenn es richtig heiß ist. Nie und nimmer, für nichts in der Welt würdest du deine Hand auf die Herdplatte tun. Richtig? Die meisten Leute, die verstehen nicht, was Höllenfeuer ist. Ist dasselbe Niveau wie in der Hölle? Diese Herdplatte, diese kleine? Überhaupt nicht. Die meisten Leute wissen nicht, was Höllenfeuer bedeutet, liebe Geschwister. Wüssten sie es, dann hätten sie eine ganz andere Einstellung im Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer nach dem Wichtigen handeln lassen. Dann der vierte Punkt, das Übertreiben beim Einziehen des Wassers in die Nase. Das Übertreiben beim Einziehen des Wassers in die Nase. عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لقيط ابن صبرة رضي الله عنه berichtete, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte und zieht das Wasser tief in die Nase, das heißt übertreibt dabei, außer wenn ihr fasten seid. Natürlich, derjenige, der fastend ist, wo besteht die Gefahr hier, wenn er zu sehr übertreibt? Man könnte es runterschlucken. Richtig. Es könnte in seinen Rachen gelangen, das Wasser, und damit wäre sein
damit wäre sein Fasten ungültig. Aber wenn er es unabsichtlich gemacht hat, inshallah soll er weiter fasten. Bi'idhnillah ta'ala. Dann ein fünfter Punkt, ebenfalls eine Sunna. Tut mir leid, wir müssen etwas schneller machen, liebe Geschwister. Dass man mit den rechten Körpergliedern vor den linken anfängt. Dass man mit den rechten Körpergliedern vor den linken anfängt. So heißt es in einer Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu wa arda, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wenn ihr die Waschung vollzieht, bedeutet Al-Wudu, so beginnt mit den rechten Körpergliedern. Wenn ihr die Waschung vollzieht, so beginnt mit den rechten Körpergliedern. Und Jumhurul Ulama bedeutet, die meisten Gelehrten haben das Anfang mit der rechten Seite beim Wudu als beliebt angesehen. So war die Sache, so sagt Ibn Qudama rahimullah ta'ala, وَلَا يَجِبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى لَا نَعْلَمْ فِيهِ خِلَافَ. Und es ist nicht verpflichtend, die Rechte vor der Linke zu bevorziehen. Es ist nicht verpflichtend, die Rechte vor der Linken zu bevorziehen. Wir kennen diesbezüglich keinen Khilaf, keinen Meinungsunterschied unter den Gelehrten. Der sechste Punkt, das Reiben der Körperglieder. An Abdullah, ibn Zayd, radiallahu anhu, anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, utiya, utiya bithuluthi muddan, faja'ala yadluk dhira'ay. Abdullah ibn Zayd berichtete, zwei Drittel eines Mudd, das bedeutet eine bestimmte Wassermenge, wurden dem Propheten Muhammad s.a.w. für die Waschung gebracht. So rieb er seine Unterarme, das bedeutet zwischen dem Handgelenk und dem Ellenbogen. Sallallahu alaihi wasallam. Jumhur al-Ulama, die Mehrheit der Gelehrten, sagt, dieses ist eine beliebte Handlung und keine Pflicht. Das bedeutet, das Reiben der Hände ist nur eine was? Eine Sunnah. Man muss es nicht tun, damit der Wudu gültig ist. Dann eine weitere Sunnah, durch den Bart mit den Fingern zu gehen. So heißt es an Uthman radiallahu anhu wa arda, anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yukhallil lihyata fil Wudu. Uthman berichtete sallallahu alaihi radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit den Fingern durch sein Bart gefahren ist, wenn er den Wudu vollzogen hat. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manchmal diese Tat gemacht und manchmal hat er sie unterlassen. Daher sollte die Befolgung so aussehen, dass wir es genauso wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen. Bedeutet, manchmal machen wir es und manchmal nicht. Dies ist eine beliebte Handlung, liebe Geschwister. Und wir sollten eine Sache verstehen, aber ich habe das erklärt. Wir unterscheiden zwischen einer Person, die einen dichten Bart hat, und einer Person, die einen leichten Bart hat. Bitte aufpassen auf diesen Punkt. Das Gelehrtenkomitee sagt, wenn der Bart dicht ist, kommst du dann ran, wenn du dein Gesicht wäschst, kommst du an deine Hautstellen ran, wenn du ein Bart hast? Oder ist der Bart ein Hindernis? Ist der Bart ein Hindernis, Ibrahim? Ist ein Hindernis. Und das Gelehrtenkomitee sagt, es gibt ein Ijma von Sahaba, von Tabi'in und Tabi'in, dass derjenige, der einen dichten Bart hat, nicht verpflichtet ist, das Wasser woran zu bringen? An seine? An das Gesicht, an die Stelle im Gesicht. An die Haut des Gesichtes. Natürlich, wir müssen unsere Gesichter waschen, aber wenn du ein Hindernis hast, hast du ein Hindernis. Du kannst nicht einen Reißverschluss aufmachen, dein Bart abmachen, Gesicht waschen und wieder dran machen. Geht nicht. Aber diejenigen, die einen leichten Bart haben, sind sie verpflichtet, das Wasser an die Hautstellen kommen zu lassen? Antwort? Ja, weil das Gesicht waschen. Natürlich, weil das Gesicht ist da. Bei uns ist das Gesicht halb da. Bei den anderen ist es da.
Okay, darauf muss man achten, liebe Geschwister, weil es kann sein, dass einer das liest jetzt im Buch, er liest, das ist beliebt. Gilt für wen? Der einen dichten Bart hat. Das gilt nicht für einen, der einen leichten Bart hat. Und zum Schluss, vorletzter Punkt, den Dua nach dem Wudu, liebe Geschwister, dem Dua nach dem Wudu. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzogen hat, dann hat er gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah, und ich hoffe, jeder macht den Dua nach dem Wudu, Wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und wenn er das sagt, so werden die 8 Tore des Paradieses für ihn geöffnet. Allahu Akbar. Wie viele geschlossene Türen haben wir nicht aufgemacht, weil wir dieses Dua nicht sagen. Und das ist so leicht. Ich wiederhole. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dann sagt man weiter. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, mache mich von denjenigen, die reumütig sind, denn Allah liebt sie. Wisse, Allah liebt die Reumütigen. O Allah, mache mich von den Reumütigen und von denjenigen, die sich rein halten. Diese Überlieferung ist stark umstritten. Sheikh al-Albani hat sie zwar als Sahih klassifiziert, aber sie ist sehr, sehr stark umstritten, liebe Geschwister. Nur, dass ihr das für euch wisst. Und du kannst zum Schluss sagen, Subhanakallahumma bihamdik, den Dua, den wir auch zum Schluss von jeder Sitzung sagen. Jeder sollte das kennen, inshallah. Das ist jetzt keine Bid'ah, sondern ich will nur sehen, ob den jeder kennt. Machen wir das zusammen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehr gut. Diese Sache, inshallah ta'ala, sagt man. Nochmal. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wenn man dieses sagt, inshallah, wird man einen gigantischen Lohn bekommen. Ich meine, überleg mal nur vom Teil dieses Duas, dass 8 Tore des Paradieses aufgemacht werden für dich. Yani, verstehst du, was das bedeutet? Einmal sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, und er beschrieb ihnen, dass es 8 Tore des Paradieses gibt. Da sagte, und es gibt nicht 8. Imam al-Qurtubi rahimullah ta'ala sagt in seinem Tafsir, es gibt ungefähr 13. Nicht alle sind erwähnt in dieser Überlieferung. Es gibt noch andere, die nicht überliefert sind. Zum Beispiel die Güte zu den Eltern und so weiter und so fort. Dafür gibt es auch ein Tor des Paradieses. Jedenfalls Abu Bakr fragte radiallahu anhu, wird es eine Person geben, der durch alle Tore, 8 Tore des Paradieses durchgeht? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ja, und ich hoffe, dass du es bist, Abu Bakr. Na, weil er, Abu Bakr, war der Beste nach? Beste Freund vom Propheten Muhammad. War der Beste nach? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und die Umma stimmt darin überein, ja? Es war nicht Ali radiallahu anhu. Obwohl Ali auch zu den Besten gehörte, aber Ali selber, radiallahu anhu, sagt in einer Überlieferung bei Imam al-Bukhari, als er gefragt wurde von seinem Sohn Muhammad ibn Abi Talib, dieser fragte zu ihm, oh mein Vater, wer ist der Beste nach dem Propheten? So sagte Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr. Sofort. Dann sagte Muhammad weiter, und wer danach, oh mein Vater? Er sagte, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Dann hat Muhammad ibn Abi Talib überlegt, wenn ich jetzt ihn weiterfrage, wird er mir sagen, Uthman. Also sage ich ihm gleich, und danach du, oh Vater? So hat er gesagt, und danach du, oh Vater? Er sagte, nein, denn dein Vater ist nur ein gewöhnlicher Mann von den Muslimen. Allahu Akbar. Schaut mal Ali ibn Abi Talib, wie bescheiden er gewesen ist. Und Ali hatte teilweise, hatte natürlich eine gewaltige Stellung. Wenn die Gelehrten über Ali ibn Abi Talib sprechen, dann sagen sie, Rabbahu al-Mustafa wa kafa. Ihn hat der Gesandte, der auserwählte Mustafa, erzogen und das reicht. Was willst du zu einer Person sagen, die von wem erzogen wurde? Von Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa
sallam. Dann kommen wir, liebe Geschwister, zu dem letzten Punkt, und zwar das dreimalige Waschen der Körperglieder. Dies ist ebenfalls eine Sunnah. In einer Überlieferung bei Al-Bukhari heißt es, Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allahs machte Wudu und wusch jedes Teil einmal. Der Gesandte Allahs machte Wudu und wusch jedes Teil einmal. In einer anderen Überlieferung, ebenfalls bei Al-Bukhari von Abdullah ibn Zayd, heißt es, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte Wudu und wusch jedes Körperteil zweimal. Und in wieder einer anderen Überlieferung heißt es von Uthman radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dreimal die Körperglieder gewaschen hat. Und es gibt eine Überlieferung, die ist Hassan, so ist beides in einer Überlieferung erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei und dreimal gemacht hat. Liebe Geschwister, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt, jedes Körperteil einmal zu waschen ist was? Ist Pflicht. Das zwei- und dreimal Waschen ist Sunnah und es ist besser, es so zu machen, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun pflegte. Und es ist besser, es so zu machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es zu tun pflegt. Das bedeutet, wir können auch den Arm zweimal waschen und den dreimal, kein Problem, weil alles was authentisch überliefert wurde. Du kannst zum Beispiel deine Hände zweimal waschen und deine Arme, Ellbogen dreimal. Kein Problem, alles ist authentisch überliefert worden vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir schließen ab, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch eine Sache uns geraten, dass wir nach dem Wudu was machen? Gänzlich nach dem Wudu. Was sollen wir machen? Zwei Raka'a beten. Sehr gut. So heißt es in einer Überlieferung von Uthman radiallahu anhu, dass er sagte, man tawadda نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Wer seine Gebetswaschung, sagte Uthman, indem er den Leuten beibrachte, wie die Gebetswaschung von wem war? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wer seine Gebetswaschung in dieser Weise vornimmt, das heißt genauso, wie ich meine Gebetswaschung vorgenommen habe und anschließend zwei Raka betet, ohne dass er sich absichtlich mit anderen Gedanken beschäftigt, sprich er ist konzentriert, dem wird jede seiner vergangenen Sünden vergeben, berichtet bei Imam Muslim, rahimullah ta'ala. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah, habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wir haben 5 Minuten Zeit für wichtige Fragen. Inshallah. Der letzte Punkt gehört jetzt zu Punkt 10, also zur Einlistung? Ja, genau, richtig. Okay. Jetzt wegen dem Beispiel, dass jemand Bid'a, Klau und Sinne alles möglich gemacht hat, den Allah danach vergeben wird und der andere wird dann wegen einer großen Sünde bestraft. Wo ist da die Gerechtigkeit? Man darf so nicht fragen, wo ist die Gerechtigkeit, denn Allah ist immer Allah gerecht. Ist immer gerecht. Okay. Aber wir sind ungerecht. Normalerweise könnte Allah uns für jede unserer Sünden, die wir überhaupt machen, bestrafen, antworten. Ja. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ. Aber wie viel vergibt er oder verzeiht er von den Sünden, die ihr gemacht habt? Das ist die Sache. Wenn du eine Sünde, achi, mit voller Liebe machst und du bereust nicht dafür, und in dem Moment, das ist wie schon so eine Art Schirk gewesen. Wal'iyadu billah, Allah kann dich bitter bestrafen dafür. Es gibt Leute, auch wenn sie Sünden machen, ist bei ihnen trotzdem noch etwas Taqwa vorhanden, dass sie sich schämen bei der Sünde und die wissen ganz genau, auch während sie die Sünde machen, sie werden oder können dafür bestraft werden. Aber andere sagen, ist mir egal, jetzt vergesse ich Allah und mach, was ich machen will. Wal'iyadu billah. Das ist ein riesen Unterschied. Deswegen muss man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Sogar sagen die Gelehrten, wenn man kleine Sünden macht, ohne was? Nein. Ohne Gottesfurcht dabei zu haben. Was meinen sie damit? Das heißt, zum Beispiel, du bist auf der Straße. Oh. Guckst jeder Freund, interessiert dich gar nicht. Denkst gar nicht an Allah. Dann kann jede kleine Sünde zur
großen Sünde wäre. Wenn du keine Gottesfurcht dabei hast und nicht versuchst, dein Nafs unter Kontrolle zu halten, Shaitan zu widerstehen. Du kennst ja manchmal, du weißt, jemand will dich dorthin lenken zu dieser Sünde, aber du sagst, A'udhu Billah. Und du kämpfst dagegen und sagst nochmal, A'udhu Billah, A'udhu Billah, aber vielleicht nach dem fünften Mal machst du die Sünde. Hier hast du angekämpft dagegen oder nicht? Du hast angekämpft, aber es gibt manchmal, ist dir egal. Und dieses Egal, pass auf vor so einem Zustand. Möge Allah uns bewahren. Also habe ich immer richtig verstanden. Das Gesicht waschen, wenn ich so mache, einmal, dann kann ich auch so machen, Bart. Ich muss nicht so zusammen machen. Also einmal so und einmal von unten so. Du sowieso wäschst normal dein Gesicht, weil du einen leichten Bart hast. Du hast einen sehr leichten Bart, insofern, du hast jetzt nicht das Problem wie Ahmed. Also oder wie Muhammad. Du hast nicht das Problem. Also das heißt, du wäschst ganz normal dein Gesicht. Also ich muss so machen, und danach richtig so machen. Du musst das nicht, ja, bei dir ja, du musst das machen, na, richtig. Das bedeutet, du musst das Wasser an die Hautstellen führen, warum? Weil das hier in deinem Falle verpflichtend ist. Richtig, weil bei dir, man sieht das Gesicht. Dreh dich mal zur Seite, seht ihr sein Gesicht? Ich sehe sein Gesicht. Abu Hubeib, dreh dich zur Seite. Ja, das war's mit dem Gesicht. Das ist die Sache. Aber es ist egal, wie ich reinfolge, ich kann so machen, dann von unten nach oben. Oder... Du wäschst dein Gesicht, Habibi, du wäschst dein Gesicht. Gesicht bedeutet diese gesamten freien Hautstellen. Das ist das Gesicht. Das wäschst du. Wenn du Wasser nimmst, dann wäschst du dein komplettes Gesicht. Mehr brauchst du nicht. Ich mache es schwer, ich soll so machen, dann so. Gesicht war es nicht schwer? Dann habe ich sie vergessen dann. Habibi, lass kein Waswas durch bei dir. Wasch ganz normal, natürlich, wasch ganz normal dein Gesicht und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Mach diese Tür von Waswas zu. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimullah ta'ala, einmal hat er Wudu vollzogen, dann kam Shaitan zu ihm, hat ihn eingeflüstert, du hast vergessen, deinen Arm zu waschen. Dann sagt er ihm, solange du mir keinen Beweis gibst, ignoriere ich dich. Schaut mal, wissen oder nicht wissen? Wallahi wissen. Na, nee, Einziehen des Wassers in die Nase. Hier kann man übertreiben, aber was heißt übertreiben? Ein Bruder hat mir mal gesagt, er macht das so stark, dass Blut schon aus seiner Nase kommt. Das ist wieder falsches Verständnis. So nicht. Wallahu a'lam. Sondern man kann übertreiben etwas, aber ohne sich Schaden zuzufügen. Denn jemanden zu schaden und sich selber zu schaden ist in unserer Religion, hä? Na, verboten. Barakallahu fik. Hayakallah. Tfadal. Was ist von der Sunna, sich abzutrocknen oder das Wasser? Na, was ist von der Sunna, sich abzutrocknen oder nicht? Lass das so fließen, inshallah ta'ala. Lass das so fließen, dann inshallah kriegst du Lohn. Aber auch wenn du dich abtrocknest, ist kein Problem. Beides wurde überliefert. Wenn man in der Toilette ist und macht Wudu im Waschbecken, sollte man Dua dort direkt nach Wudu sagen oder besser raus von der Toilette und dann sagt er, darf man auf Toilette Dua Dhikr machen? Oder ist dieses nicht erlaubt? Das hängt davon ab, was mit Badezimmer gemeint ist. Wenn es Beitul Khala ist, das nicht. Weil hier gibt es nur eine Toilette und mehr nicht. Die normale Toilette. Richtig. Aber normales Badezimmer, was wir kennen, ja. Waschmaschine, Badewanne, dieses, so ist das kein Problem. Sheikh Ibn Baz, rahimullah ta'ala, ajaza bihada. Na? Weil dieses ist keine normale Standardtoilette in dem Sinne. Wallahu ta'ala ala wa A'lam, barakallahu fikum, wa jazakum la khairan. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Liebe Geschwister, zu uns kommt der Bruder Nail jetzt in die Moschee, inshallah ta'ala. Und wer Zeit hat, bi'idhnillah ta'ala, ist herzlich eingeladen, teilzunehmen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.